Ja, ich habe bei der Anmoderation schon erwähnt, dass jetzt gerade ganz wichtige Tage wieder stattfinden. Da gibt es Verhandlungen, da werden wieder vielleicht neue Ideen entstehen. Und viele Kollegen sind auf der Internationalen Tourismusbörse in Berlin. Unter anderem meine herzallerliebste Kollegin Melanie Benz. Und die hat auch jeden Tag wunderbare Menschen an ihrer Seite und wird uns jetzt mehr über Teneriffa berichten, insbesondere hier auch über unser Angebot. Und ich freue mich sehr, liebe Mel, jetzt das Wort an dich weitergeben zu dürfen und grüße dich ganz herzlich hier von der Dachterrasse aus München. Ja, dann ganz herzliche Grüße hier aus dem Keller der ITB tatsächlich. Wir sind in einer der unteren Hallen abgetaucht, aber das macht nichts. Hier ist es genauso schön. Hier ist ganz viel Spanien zu Hause, unter anderem die Kanarischen Inseln. Und ich habe David an meiner Seite. David ist der Geschäftsführer der Tourismusbehörde von Teneriffa. Und ich frage ihn jetzt gleich mal, warum er meint, dass Teneriffa die beste kanarische Insel ist. David, I said already to our viewers, I'm going to ask you why you think that Tenerife is the best of the Canary Islands. Because it's the more diverse destination. We are offering a lot of experiences. Everybody knows about our weather, about our beaches, but the multi-experience you have or you can to enjoy in our island, that's our difference. Also er sagt, Teneriffa ist die vielseitigste Insel der Kanaren, weil man da alles haben kann. Man kann den Strand haben, man kann Berge haben, die haben diese Lorbeerwälder, die haben ja natürlich auch den höchsten Berg Spaniens mit dem Teide. Und da werde ich jetzt nochmal nachhaken, da habe ich nämlich was ganz Tolles gelesen. I read about the Teide or the National Park of Teide that it is a great spot to spot stars. Is that right? Exactly. We are a Starlight certified destination. And believe me, you have to go there to experiment the experience, because it's like you can touch the stars. It's like a window to the universe. And it's a very popular this visit at night in Mount Teide. You have to be pending of the moon, you know, because that's very important, but it's a really nice and different experience. Also es ist wirklich eine ganz, ganz coole Sache. Im Nationalpark Teide kann man einfach mit dem Auto reinfahren und es geht ganzjährig und kann da Sterne beobachten. Es gibt auch eine große Sternwarte da oben. Man muss ein bisschen im Monat die Zeit abpassen. Es sollte nämlich Neumond sein. Und dann sagt er, ist das so, als ob man die Sterne anfassen könnte. So klar, so nah scheinen die und so viele kann man da sehen. Das ist auch was, was ich wieder gelernt habe. Und dafür ist die ITB ja immer gut, dass man neue Dinge entdeckt, auch bei so beliebtesten alten Reisezielen wie Teneriffa, die wir ja schon lange kennen. Teneriffa is one of the most popular destinations, I would say, in Europe. You have many, many guests. I mean, it's a very reliable destination because people come there twice, three times, four days. They come back and back and back. Still, what is new there, maybe 2023, for all these people who have been often to Teneriffa? What can they expect this year? Okay, there is a Tenerife for each person. That's very important because about culture and events, big international star concerts, big sport international events as well as a Spartan race, Tenerife Blue Trail, Giro of Italia, because we are a cyclo destination, very popular as well. Don't know all of our offer because there are a lot of experiences, our culture, our traditions, our gastronomy, our wines, architecture, heritage. There is like a mini continent, so it's a complete 360 experience. That's Tenerife, that's the sense of Tenerife. Okay, also er hat mir jetzt gerade noch, ich habe gerade gefragt, Teneriffa ist ja so eine, sag mal, altbekannte Destination und viele Leute fliegen ja immer wieder gerne dahin, sind also Wiederholungstäter. Gibt es trotzdem irgendwas Neues, was man mal erleben kann, wenn man schon öfter auf Teneriffa war? Und er sagt, gerade für 2023 und auch die Jahre, die danach kommen, sind viele, viele Events geplant. Die haben immer mehr Events, ob das Kulturevents sind, Musikevents oder auch Sportevents. Sandra, ist was für dich? Auch ein großes Radrennen wird da dieses Jahr stattfinden. Also vielleicht schwingst du dich da auch mal wieder in den Sattel und die Pedale. Ich weiß ja,
dass du begeisterte Mountainbikerin bist. Ich glaube, das kann man auf Teneriffa sehr, sehr gut machen. Und er hat auch nochmal betont, aufgrund der Vielseitigkeit von Teneriffa gibt es halt für jeden etwas, ja, was man machen kann. Ob wandern, baden, es ist alles da. Und jetzt frage ich ihn noch zum Schluss, was er denn am liebsten macht. So, last question. You said it's so diverse, everybody finds something. What's your favorite thing to do on the island? Well, there are a lot of things to do, but don't know. 54% of our island is under protection. Mm-hmm. So nature is very important. Sustainability is very important for us. Not about tourism, of course, yes, but about our future, our people, our, you know, visit our nature landscapes, different in the north, green and tropical, dry and different in the south. So it's like a mini continent, and you have to visit all the island to know perfectly our destination, and you will repeat for sure. And your favorite spot is to be in the nature then? Exactly. I think it's the best in Tenerife. You can enjoy a lot of places. And of course, we've got the best and modern hotel plan in Spain, very modern, rural houses, haciendas, all kind of allotment. So you can discover the island from the metropolitan area, from the north, from the south, where you want to stay. That's not important. The important is the old destination. Also sein Lieblingsspot oder seine Lieblingsbeschäftigung ist tatsächlich in die Natur Teneriffas abzutauchen. 55% der Insel stehen unter Naturschutz, sind entweder Teil eines Nationalparks oder sind sonstig geschützt. Und es geht ja bei dieser ITB, ich habe es schon mehrfach erwähnt, ich werde auch nicht müde es zu erwähnen, sehr viel um Nachhaltigkeit. Und Teneriffa ist da vorne mit dabei, sind sehr bemüht um Nachhaltigkeit, Ökotourismus und ihre Natur einfach weiter zu schützen. Und das ist doch einfach wunderbar und auch ein guter Grund, diese Insel auf jeden Fall nochmal zu besuchen. Und damit, liebe Sandra, gebe ich zurück nach München. Vielen Dank an dich, Mel. Und es waren wundervolle, wichtige Informationen. Also ich meine, gerade für Sie, liebe Zuschauer, wenn Sie das jetzt mitgehört haben, Sie sehen diese Vielseitigkeit von Teneriffa. Und es macht so Lust, egal, was Sie im Urlaub mögen. Ja, Sie werden es dort finden und haben das beste Klima das ganze Jahr über. Also es ist ein lohnenswertes Ziel. Und das haben schon ganz viele erkannt, denn die letzten Tage war dieses Angebot unser Angebot des Tages und dauerhaft auf Platz 1. Wir haben einen Specialpreis vom Alua Teneriffa. Dieses Hotel befindet sich im Norden der Insel und wir konnten noch mal ein paar Kontingente für Sie ordern. Und heute besteht noch mal die Möglichkeit, dass Sie sich jetzt für dieses Angebot entscheiden. Die Reisezeit ist April 23 bis April 24 und hier sind noch passend die Bilder dazu. An mehr als 350 Tagen im Jahr strahlt Teneriffas Sonne warm vom Himmel, was die Natur ihr mit üppigem Wuchs dankt. Und selbst im Winter herrschen dadurch angenehm milde Temperaturen. Sonnenanbeter sollten sich dieses Angebot also ganz genau ansehen. Mit den goldenen Strahlen um die Wette glänzt der schwarze Lavastrand nur 5 Gehminuten von ihrem Hotel entfernt. Das 4-Sterne Alua Tenerife öffnete Ende 2021 nach einem Managementwechsel wieder seine Pforten. Seitdem begeistert es 90% seiner Gäste. Frischen Wind in Form einer Renovierung gab es für die Innenbereiche. Und die ist wirklich sehr gelungen. Sehen Sie sich mal die freundliche Lobby und Ihr Doppelzimmer an. Das helle, strahlende Dekor wirkt fast wie eine Indoor-Sonne. Ihr Sonnenbad müssen Sie hier eigentlich nur unterbrechen, wenn Sie unser Upgrade auf All-Inclusive austesten möchten. Dreimal täglich Leckereien vom Buffet, Snacks zwischendurch sowie Getränke bis 23 Uhr. Das kann sich doch wirklich sehen lassen, oder? Und wer jetzt noch auf der Suche nach einem Freizeittipp ist, dem empfehlen wir das bekannte Meerwasserschwimmbad von Puerto de la Cruz. Die großzügige Anlage vereint eine Lagune, Inselchen und kleine Nebenpools, fantasievoll gestaltet vom kanarischen Künstler César Manrique. Ein echtes Badeerlebnis für Teneriffas viele Sonnenstunden und alle Sonnenanbeter.
Ja, das ist einfach ein Traumangebot. Und egal wann Sie reisen, es ist immer die richtige Reisezeit. Übrigens 91%, das ist der aktuelle Stand bei Holiday Check. Ich habe extra nochmal nachgesehen. Also die werden immer noch besser bewertet. Sie machen hier alles richtig und das sowieso. Denn bei diesem Angebot ist anstatt Halbpension sogar die All-Inclusive-Leistung mit dabei, die auch nochmal einen Wert von 250 Euro hat. Also nehmen Sie es am besten jetzt gleich direkt an und buchen Sie 599 Euro. Das ist ein krasses Angebot. Da kosten die Flüge schon manchmal mehr als unser Pauschalangebot. 237 324 ist die Bestellnummer.